Okay. Wir können hier Tonbänder finden. Und wieder so ein selbstgebauter Dietrich. Die Dinger sind relativ leise. Warte mal, hier oben. Da sehen wir eine Uhr. Haben wir noch so eine Uhr? Ich meine, wir brauchen ja hier wieder drei Zahlen. Ist ja irgendwie logisch. Immer drei. Die Zeit ist auf deiner Seite. Oh, was sehen wir hier? Eine 8 und eine 5? Eine fehlt. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir uns die anderen an. 9, 2. 5, 2. Wir haben drei Uhren. Wir brauchen drei Zahlen. Okay, hier sehen wir 8.26 Uhr. Probieren wir es. 8.26 Uhr oder 27. Also irgendwas mit 8 Uhr 26, 27, 28. Irgend sowas in die Richtung. Hier oben die 8. Hier unten brauchen wir die 2. Und hier entweder die 7. Wir testen die 7. Die 8 ist es nicht. Die 7 ist es nicht. Die 6 ist es. Junge, Junge, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Ich habe einen Schläger. Bam! Oh! Und den Schädel hier zertrümmert. Ich habe dich gewarnt. Okay, wir sollen nach oben gehen. Aber erstmal hier drüben lesen. Ganz viel lesen. K2K-Verbindung. Eine alte Gang. Jacuzza. Na, die gute alte 19. Straße. Zu. Aber ich denke mal, hier müssen wir rein. Könnte der richtige Weg sein. Jede Menge Blut. Jede Menge Blut und... ein Knopf. Ah, guck mal hier. What? Warte mal, das geht irgendwie auf Zeit. Oh shit, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Hier ist die nächste. Renn, 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 scheiß drauf. Scheiß auf deine Füße. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Und der hier drüben, was hat der so? Nehmen wir mit. Der Basie wurde demoliert. Also, wir müssen rennen. Erst hierhin. Okay, 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 okay. Renn, Junge, renn. Ich habe ja auch getrödelt. Schwupps. Und komm schon, Beeilung. Natürlich hier wieder durch. Das tut den Füßen gut. Die Zeit läuft immer noch. Und ich bin, glaube ich, hier ein bisschen... nein, es funktioniert. Ich bin drin. Ich bin drin. Yes. Ich habe Haut gefunden. Und Fleisch. Und Blut. Und wir nehmen Drogen. Darauf erstmal Drogen nehmen. Gut. Wir sollen nach oben gehen. Hier ist die Tür. Nach unten. Unten ist irgendwie auch verlockend. Aber wir gehen nach oben. Wir hören auf den Mann. Sein Spiel, seine Regeln. Wow, wow, wow. Wow. Fucking shit. Die Dinger hier sind richtig mies. Wirst du hier in der Mitte durchgeteilt. Ist gar nicht cool. Ein Rohr. Nimm es mit. Nimm dir das Rohr und schieb es hier drüben rein. Ja, dein Dad hat das damals mit der blanken Faust gemacht. Der brauchte kein Rohr. Der hatte einen gesunden Arm. Kann man sich hier drin verletzen? Ich glaube nicht. Okay, was haben wir hier drüben? Ein Fuß.
Fuß, Puls und Nägel. Gut, ich bin bereit. Nägel. Puls. Der abgesägte Fuß. Nägel. Puls. So, Moment. War das gut? Das war gut. Denn wir können hier hin. Wir können hier hin. Aber hier ist Ende. War doch nicht so gut. Oh, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn wir einen Fehler machen. Denn ich weiß nicht, wann wir hier gespeichert haben. Normalerweise bin ich ja immer absolut dafür, uns hier abmetzeln zu lassen. Aber jetzt gerade... Ah, könnte kritisch sein. Fuß. Okay, hier ist Ende. Hier drüben komme ich hin. So. Und gewonnen. Was wäre denn hier passiert? Mal ganz ehrlich. Hier ist doch gar nichts. Oder? Hier drüben irgendwas? Wäre die Decke runtergebrochen? Ich weiß es nicht. Wieder so ein Tonband. Yep, der Mann hatte sehr viele Fans. Was können wir hier tun? Ah, Moment, ich muss hier wohl auf die andere Seite gehen. Gut, ja, die Tonbänder hier sind leider ein bisschen leise. Kann man nichts machen. Aber wir schwingen uns mal hier rüber. Okay, ganz ruhig, Junge. Nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen. Ja, nicht nach unten sehen. Auf die andere Seite, ein bisschen auf die andere Seite. Balance halten! Komm schon, Michael! Denk an deine Ausbildung! Du hast Muskeln! Nicht umsonst, also Muskel, mein Junge. Yes! Endlich hier mal so eine vernünftige Waffe. Ah, Moment. Moment. Okay, hier kommen wir auch nicht nach unten. Müssen wir wieder hier drüben hin und das Seil durchtrennen? Naja, ist ja eigentlich kein Seil, sondern eher eine Metallkette. Ob wir die durchkriegen, wird schwierig auf jeden Fall. Oh, komm schon. Komm. Nicht nach unten sehen. Hui. Jedes Mal die blanke Panik. Okay, hier können wir springen. Aber die Kette hat ja auch eine Bedeutung. Nope, das geht doch niemals, Junge. Das hat funktioniert. Wow, du sagst es. Gangster-Style. Krass. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass er die durchbekommt. Mit so einer Feuerwehrhacke. Ach, und hier haben wir den Weg zurück, oder wie? Na, Moment. Da ist die nächste Tür. Gehen wir erstmal hier hin. Und hier Informationen. Okay, hier haben wir mal wirklich sehr coole Infos. Im ersten Teil haben wir zum größten Teil nur Informationen über die Anstalt gefunden.
in der wir drin waren. Aber hier ist einiges los. Die Dokumente hier bringen was. Kann man schon Wissen rausziehen. Oh nein, Schweinehälften. 3 Minuten. Es geht wieder los. Die Dinger hier verschieben. Okay, okay, okay. Moment, wir schauen uns um. Also, ich denke mal, hier drüben wollen wir rein. Ah, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Warte mal. Nee, so nicht. Oder obwohl, wir ziehen das hier mal nach unten. Ich habe hier drüben so einen Punkt gesehen. Ich wette, den müssen wir irgendwie berühren. Und zwar hier. Hier müssen wir irgendwie hin. Gut, wir können ja dann im Grunde nur den hier... Na, Moment. Ich habe eine Idee. Keine Panik. Das wird schon irgendwie funktionieren. So. Und jetzt muss der hier einmal komplett durchgezogen werden. Nicht drücken, nicht drücken, Junge. Ziehen! Ah, bei der Zeit kann man mal in Panik geraten. Komm schon, zieh. Zieh ein bisschen mehr. Zieh, zieh, zieh. Okay, das sollte gehen. Jetzt muss der hier... Ah, nach oben. Alles klar, der nächste nach oben. Komm schon, zieh dran. Und jetzt muss der andere hier einmal durchgedrückt oder gezogen werden. Einmal ziehen, einmal drücken. So eine Mischung aus beidem. Noch haben wir irgendwie 40 Sekunden oder sowas in die Richtung. Okay, wir haben mehr. 1 Minute 20. Das ist kein Problem. Das bekommen wir absolut hin. Und jetzt drück ihn dagegen. Und es hat funktioniert. Sehr gut. Keine Bomben heute. Wir kommen lebend raus. Oh nein! Au! Okay, Moment, Konzentration. Das ist schwierig. Es sieht so einfach aus. Ist es aber nicht. Und ich habe nur meine Faust hier. Bring ihn um! Bring ihn um! Bam! Hui. Nimm dir seine Krücke und der hat keine Gegenstände, oder doch? Drogen. Nice. Drogen sind immer nice. Ich habe immer noch keine Lampe gefunden. Mark Wilson. Okay, der Mann wurde angezündet. Ja, da kann man so einen Schock schon bekommen. Okay, das hier sind die ganzen Fälle aus dem ersten Film. So. Hier gibt es wirklich einiges zu lesen. Okay, Moment. Was genau brauchen wir hier? Sieg! Sieg und ich, wir sollen zusammenarbeiten. Eine 5. Alles klar, Moment mal. Moment mal. Die 8 hier wurde schon aktiviert. Oh, verflucht haben wir hier viele Zahlen. Also, 8, 0, 5. Ja, 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 Sieg, ich bin dran. 3. 4. 7. Hier wieder die 5. Hier drüben haben wir auch noch eine. Die 6. Okay, insgesamt haben wir hier 7 Puppen. 7 Stück und jede Menge Zahlen. Die Zahlen finden wir hier alle wieder. Die Dinger hier können wir bewegen.
Ich brauche irgendeinen Hinweis. Ja, aber viele davon kommen auch doppelt vor. Es muss irgendwas sein, wo die 8 ganz vorne steht. Das hat ja eine Reihenfolge, das Ganze hier. Denn sonst könnten wir alle durchprobieren. Irgendwas, wo die 8 ganz vorne steht. Ja, 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 meine Güte, hier sind unzählige Nummern, Junge. Ja, keine dieser Reihenfolgen fängt mit einer 8 an. Okay, wir bewegen. 4, 0, 5, die 8 hier unten. 8, 0, 8, 0, Moment. 8, 0, 6, 4, 7. Okay, die 0 war hier drüben. Haben wir sonst eine andere Variante? Das ist der einzig logische Weg. Klappe zu, Sieg! Hier ist die 0. Wir probieren's. Und, es funktioniert. Es funktioniert. Mann, sind wir gut. Die 6 hatten wir hier. Was habe ich gesagt? 4, 7? 4, 7, 4, 7, 4, 7. War die 4 hier? Nee, hier ist die 5. Dann du hier drüben. Du hier drüben bist die 4. Oh yes, das funktioniert. Der arme Sieg. Seine Hände sind danach Schrott. Und hier hatten wir die 7, oder? Ja, das war die 7. Drücken, Junge, drücken. Hui. Boah, was für eine Nummer eben gerade. Okay, der Mann ist ziemlich am Ende. War aber ein Kinderschänder. You have the key, and with it the power to save a life. But only if you make it in time. Ja, wir alle kennen ja die Regel. Erstmal muss der Mann sterben, bevor wir ihn retten. Das ist die Regel. What? Die Tür hier müsste doch funktionieren. Oder haben wir noch einen anderen Weg? Okay, wir können einen anderen Weg gehen. Was war denn hier drüben? Nee, hier waren wir doch auch schon. Ist das der richtige Weg? Ja, anscheinend muss das hier der richtige Weg sein. Ein neuer Sicherungskasten. Der ja auch hier absolut kein Problem für uns darstellen sollte. So, hier oben kommt die Energie. Wir lenken die einmal so rum. Ja, man kann die Strahlen hier drin kreuzen. Ich weiß, normalerweise ist es gegen die Regeln. Aber hier in Saw darf man eine Ausnahme machen. So, ich bin gespannt. Defiled the
Tja, Henry, alter Kumpel. Deine Lage sieht gar nicht gut aus. Der Colt im Mund. So, wir müssen hier die Lichter deaktivieren. Und hier sehen wir es. Machen wir einen Fehler. Macht es Klick. Oh, Henry, 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 Henry. Ich habe sehr, sehr ungeschickte Fingerchen. Oh, wow, wow. Wir kommen dem Abzug immer näher, mein Junge. Sauerei. Aber nice.